So, wollen wir mal die letzte Spezies. Ne, haben wir alle, ne? Warte mal. Ne, eine fehlt noch. Ich dachte gerade. Eine fehlt noch. Wo ist denn unser Schiff? Ja, genug Platz für Platin? Ja, nehmen wir mit. Wo ist denn die andere? Storm. Ach ja. Da. So. Back to the ship. Titanium, nicht Titan. Titanium. So, wollen wir mal gucken, was wir noch so finden. Scannen wieder aufgeladen. Immer noch, immer noch, immer noch. Ich glaube, ich habe gerade Zink gesehen. Oh, ein Platz am... Ah, wir gehen mal auf die helle Seite hier. Und bestimmt wieder extreme Nachttemperaturen gemessen. Das ist gar nicht mehr hell. Doch, doch, doch. Ich sehe die Sonne. Planet ist aber nur zu groß. Grettisburg. Könnte irgendein skandinavischer Ort sein. Mhm, hier noch ein bisschen Landmasse. Und hier haben wir einen Sendemast. Ach nö. Oh, da haben wir was Größeres. So sieht es nur so aus. Ah. So. Gucken, was wir finden. Nachtkristalle, Energiekanister. Sehr schön. So, irgendeine Kreatur. Das ist noch, aber. Ich glaube nicht, dass es noch ein drittes Wasservieh ist, aber. Kann man auch nicht ausschließen mehr. Das ist alles. Ich dachte, das wäre mehr. Schade. Naja. Immer mal wieder auf eine Reise hier, ne?
Ich glaube, in die Richtung geht es am schnellsten zum Meer. Können wir eigentlich da nochmal hin? Vielleicht sehen wir auf dem Weg hier irgendwas von Interesse. Aber echt, Plutonium ist hier, ne? Also wahrscheinlich in Höhlen nur. In Höhlen. Oh, ist das alles Zink? Nee, schade. Schade. Dann habe ich eben noch from outer space. Nur von der Atmosphäre aus keinen Zink gesehen. Schade. Naja, der Pegel hier. Wir finden mir noch irgendeine Yeti-Kreatur. Temperatur stabilisiert sich. Das ist auch gut so. Finden wir noch einen größeren unterirdischen See. Ja, cool, wäre cool. Hier haben wir nichts. Entschuldigung, ich muss mal durch. Entschuldigung. Haben uns jetzt da hinten hin. Oder auch nicht. Wir gehen mal zu dem Ort da hinten. Ah, ist bestimmt unter Wasser. Ne, doch nicht. Ist ein Sendeturm. Okay. Das ist der. Ah, den haben wir gesehen. Oder war es noch ein anderer? Ich weiß es nicht. Jo. Das ist auch ein aggressiver, ne? Ne, doch nicht. Dachte gerade nur. Aber mit denen durch die Wildnis streifen, das wäre auch cool. In den Seiten Satteltaschen. Was gäbe es Schöneres? So ein Typen noch vielleicht dabei. Das wäre doch was. Keine Kreaturen, was ist das denn? Nicht mehr irgendwie far away. Kann die irgendwas sehen? Nee. Sehen wir von hier oben irgendwas? Ja, richtig. Ah, das müssen wir nutzen. Dass unser Jetpack einfach aufgeladen wird. Wenn wir ins Wasser gehen. Guck mal, sowas nennt man Evolution. Sie wollen an Land. Langsam. Und vermutlich auch die Capabilities dafür. Ja. Weil ihre Nahrungsquellen direkt an der Meeresgrenze liegen.
Zum Beispiel. Wäre ein Grund. Und dann würden sie sich irgendwann halt an Land bewegen. Du weißt, ich war im Wasser. Wieso ist es jetzt dunkel? Alter Fuck. Dann verziehen wir uns in irgendeine Höhle oder so. Erstmal. Den Ort erkunden. Hä? Ich wollte die Kiste, aber ja gut. Auch okay. Auch okay. Also wir sind hier auf jeden Fall in irgendeiner Art Bucht. Wort. Ding. Das hängt nämlich mit. Es ist doch wichtig. Wir haben eh nicht mehr so viel davon. Scheiß Scanner-Reichweite. Ich dachte, es wäre näher dran. So. Wir gehen jetzt Richtung Berg und suchen eine Höhle. Oder wir gehen in die Richtung so ein bisschen. Ja, wir gehen mal hier. Naja, nicht die aggressiven. Welche Spezies ist es wohl? Ich finde, es macht Sinn, wenn sie fliegende ist. Außer sie haben irgendwas noch weiter im Algorithmus geschraubt, dass es wohl nicht mehr so sein kann. Kann natürlich auch sein, dass man mindestens, wenn man meinetwegen 8 Kreaturen oder so hat, dass davon mindestens eine fliegt. Wir haben ja schon Planeten mit 3 Fliegenden gehabt. So ist das ja auch. Hä? Okay, jetzt muss ich nochmal dahin laufen. Weil sich da unten definitiv Tiere befinden, aber was für welche, weiß ich nicht. Okay, nur welche, die wir schon kennen. Okay. Plutonium habe ich aber immer noch nicht hier gesehen. Gut, dass wir noch ein bisschen was haben. Das wäre sonst sehr fatal geworden hier. Und Zink. Gibt es hier nicht irgendwie einen Höhleneingang? Erklimmen wir mal den Berg hier. Ich nenne ihn Berg Noxrock. Oder Berg. Berg. Also Berg mit Ädern. Weil das kleine Berge, Bären sind. Na, weiß ich auch nicht. Schlechtes Wortspiel, ich weiß. Mir kam gerade aber nichts Besseres in den Kopf. Hau ab. Wenn du nicht lernst. Da auch nichts für.
Oh, ist da ein Krater? Nee, aber ein Höhleneingang, das ist schon mal nett. Und hier haben wir auch unser vermisstes Plutonium. Sehr schön. Ah, so passend haben wir das hier getimed. So, und ich erwarte Großes von der Höhle. Und ich werde auch nicht enttäuscht. Ah. Oder doch, von mir selber. Aber leider sehen die Höhlen immer noch so ein bisschen generic aus, ne? Also irgendwie nicht. Wobei nicht mal. Es muss. Es viel zu. Also schlauchförmig. Nicht, ich meine jetzt nicht die Richtung, sondern diese Abrundung und so. Das ist. Alles zu glatt. Bringt Konturen rein. Bringt. Was auch immer. Ornamente. In die Mauern. Könnten natürliche Ornamente. Sachen, die man nicht direkt sehen kann. Mehr Dunkelheit hier drin. Also Darker Caves, das wäre der Hammer. Da gibt es bestimmt einen Mod für. Das wäre richtig geil. So richtig dunkel, wo man wirklich aus seiner Taschenlampe sich verlassen muss und vielleicht das Licht hier nicht so hell alles beleuchtet, sondern wirklich nur kleine Areale. Wäre schon geil. Also der ganze fucking Berg ist eine Höhle. Oh, ein Riesenvorkommen Plutonium. Genau hier, sowas meine ich. Zum Beispiel. Dass wirklich die Decke so dicht dran ist, dass man gar nicht eigentlich durchkommen könnte, wenn hier hinter irgendwas wäre. Wie halt in echt. Dass wirklich schöne Höhlen nur die Ausnahme bilden. Ist ein bisschen groß hier, ne? Habt ihr auch den Eindruck? Leider noch nichts von irgendeiner unbekannten Spezies zu sehen. Ich glaube, hier geht es wieder im Kreis. Ich gehe mal weiter nach rechts runter. Kommt bestimmt gleich wieder beim Schiff raus oder so. Oder am Meer. Im Meer. Oder interne Wasserfälle hier drin. Das wäre so geil. Ja, da müssen sie irgendwas an den Wassermechaniken noch schrauben. Weil die setzen, glaube ich, jetzt eigentlich nur das Wasserlevel fest und Punkt. Das ist eine der größten Höhlen, die ich je gesehen habe. Es geht immer weiter runter und es kommen immer größere Zisternen hier. Abgefahren. Genau, der braucht so lange, ne? Ja. Das ist krass, wie groß die ist. Guck mal, hier wäre doch perfekt, wenn hier ein Fluss durchgehen würde. Das wäre so schön. Ich verstehe natürlich auch, dass es schwierig ist mit einer Formel.
wirklich sowas schön zu generieren. Habe ich euch zu viel versprochen? Nice. Huch. Hier hätte ich gerne jetzt die letzte Art gefunden. Mal wegen irgendwas Prähistorisches, was richtig cool ist. Ein totes Nessie-Monster hier. Ein Plesio oder was auch immer. Nice. Nice. Oh, es wird... Gibt es hier irgendwo Licht draußen? Ich glaube nämlich, es wird Tag. Sieht nämlich so aus, ne? Das Wasser hat sich gerade eher rot gefärbt als bläulich.